So, hallo liebe Leute, ich habe mir ein neues Spiel gekauft, und zwar Teleglitch Die More Edition. Das wurde beschrieben als Dark Souls ohne Stützräder in einer in einer Steam Review, deswegen wollte ich es mir mal anschauen. Ich habe noch kein Spiel gestartet, weil ich weiß nicht, warum hier Continue steht. Ich mache einmal New Game. Es gibt so ein Tutorial. Interessant. Ihr seid so live dabei, wie ich das Spiel langsam erforsche, deswegen gehe ich einmal ein Tutorial rein. Gucken, was es so hier gibt. Welcome to Militech Corporation Training Course for Non-Human Combatants Combat Robot A15 Activated. This is a Facility AI Speaking. Initial Learning Protocols. Press Space to continue. WASD to move. Host doors open automatically when you go near terminals marked with. Das da. Contains useful information. Press Space to use. Ah, okay. Ah, okay. Host doors open. Lock doors have a red light. A red light near them, okay. Oh, die Steuerung ist ja schwierig. Ah, okay. Okay, da gab M9 Bullets oder sowas. Press space to pick up items in open containers. Use Marvel to chase selected item. Left click to take from a container. Press Q to drop items. Okay, ich habe noch kein Item, was ich irgendwie benutzen kann. Use Marvel to chase selected item in your inventory. Hold G and use mouse wheel to move selected items up and down to organize your inventory. Okay. Hey, ich kann mich auch hier verstecken. Ah, Take. Jetzt kann ich G gedrückt halten. So wie hier hin. Moment, jetzt kann ich mir nochmal an. Mode Chain Selected Item in your inventory. Let's use it. Hold I. Ist das ein. Das ist doch G, oder? Nee, das ist E wahrscheinlich. Okay. Ah, ja, das ist eh. Press Space to pick up item in Container. Container. Press Q to drop items. Ah, okay. Alles klar. Assault Rifle, Shotgun. Nehme ich das jetzt mal. Shotgun? Komme ich denn hier weiter jetzt? Ah, da. Hier? Kann ich da? Ne, das ist verschlossene Tür, rotes Licht und so, ne? Dann hier lang. Hold right mouse button on weapon and aim. Click left mouse button while aiming to shoot. Press R for reload. Okay. Moment. Shells. Interessant. Ui. Es ist gar nicht so einfach, das zu treffen, muss ich sagen. Combat Efficiency inadequate. Ja, okay. Ist das hier offen? Okay. Get some warmth from the container. Okay. Okay. Proceed to enter item combination mode. Left click animate to. To combine selected item, press C again to exit the combination mode, okay. Item database updated. Ah, okay, ich kann die zu einer stärkeren Version zusammen. Interessant.
Interessant. Okay. Ich das wieder machen? For throwing bombs, click left mouse button by aiming with the bomb. For dropping armed bombs, just left click. Okay. Caution, 1 second delay. Blow your may through these yellow walls. Shoot works too. Okay. Die knallen. Aua, das tut mir enorm weh. Okay, und jetzt 250 Euro, 2 Stück davon. Au, meine Fresse. Let's test check the map to see bigger picture. Ah, okay. Ah, okay. Use the knife, select any item from the inventory that is not a bomb and click left mouse button only. Okay. Huh. Thank you, Robot A15, your training is complete. Okay. Outdoor training ground. Level 1? Okay, mal an Level 1. We were working on a master teleporter that could transport you anywhere to unlimited distance, but something went wrong. Something came through from the other side. First we thought it was a minor glitch, but it turned into a nightmare. The facility AA became incredible, and the military robots turned on us. Complex started warping. Rooms and hallways would randomly reorganize themselves as if following some twisted pattern. I decided to see myself in here and wait for help. I've been hiding out here for weeks, but nobody came and I'm running out of food. My only chance is to use the regular teleporter of the facility to get to the master teleporter and then teleport myself back to Earth. Okay. Millimeter Pistol. Empty Can. Okay. Schauen, wo wir jetzt hier hinkommen. Jetzt haben wir eine 9mm Pistol nehmen. Whoop. Uiuiui, wo sehe ich mein Leben oder sowas? Hab ich irgendein Leben? Ach, helf, 98.100. Na fett. Oh, er rauscht schon wieder. Nay, nee, note to chief supply officer. I have the supply should bring in a double. Supply include a phone box of standard nays. Apparently the demand of nays have gone up drastically during the past weeks. Uch. Canned meat. Okay, geht aber mein Leben wieder hoch? Wow! Und eine Nailbox. Kann ich das? Ne, so. Eine Nailbomb. Kengun. Panzerfaust. Panzerfaust AP. Tin can filled with nails and explosive danger to use. Disposable launcher one shoot only.
Anti-Tank-Warhead on a single rocket. Tube. Okay, jetzt kann ich einfach durchgehen, wenn ich im Crafting-Menü sozusagen bin, was ich bauen kann gerade. Alles klar. Wow. Okay, 10 Leben kriegt er durch wieder. Da ist eine verschlossene Tür, es scheint. Aha, so viele Gegner. Au, 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 au. Oh. Okay. Das sollte ich wohl nicht reingehen. Better a painful end than an endless pain. Ja, das war dann doch nicht Luft Nummer 1. So, versuchen wir es doch nochmal. Das kennen wir ja nun schon. Monster. Oh, fuck. Kann ich hier irgendwie rein? Nö. Kann ich nicht. Werfen kann ich das wohl nicht. Garden Hub Thunder Construction. Kriegt so eine Beschreibung dafür. Interessant. Technologies and the teleportation range has been always limited by the hyper difficulty minimum calculation required to perform each jump. The amount of extra distance makes the required calculation punch harder, making teleportation impractical if not impossible for distance over 1 km. Okay. Mehr als 1 Kilometer konnten die also nie springen. Ah! So, jetzt. Sorry, da hat es mir gerade irgendwie. Bin ich rausgerutscht mit der Maus und da hat es mir. Der ist den Bildschirm klein gemacht. Das ist nicht so schön gewesen. Ich bräuchte was zu essen langsam. Oh! Wow! Hu, 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 hu. Vielleicht bei Essen. Ich vermute, die Runde werde ich auch nicht lange überleben, so wie das hier gerade läuft. Da ist noch was. Shells. Brauche ich einen Shotgun halt dafür. Planet Medusa 1C is more almost ill-sized planet with no significant resources and far from colonization space. Planting the stock price was incredibly low. In a perfect spot for military research, being far from any added bonus of reduced distraction for scientists. Okay. Wow! Ah, Kamera! Nicht drehen, Kamera! Es ist schrecklich, wenn man hier gerade im Fighten ist, dreht die Kamera, ey. Also, die haben doch gesagt, man kann sich ja durchschießen, oder? Ich will das jetzt mal. Nope. Da ist wieder das komische Rauch da. Hier gibt es Space zum Anomaly Indische Ende, so Summary. These blobs of black. And color of animals seems to be the only result of today's experiment with the unlimited range teleportation. We've been investigating this phenomenon
With the past 2 hours, I think it might have profound implication for theoretical physics. Blackness seems to be literally an inside-out space-time curvature and opens a range of possibilities for research. My colleague has already suggested we could weaponize it by capturing the field into super intense wave B pressure containers to be used. Okay. Also die wollen das irgendwie benutzen. Okay, ist auf jeden Fall gefährlich, so wie ich das verstehe. Kann ich mich hier durchballern? Nope. Das war ja dann voller Erfolg mit meinen ganzen Sachen da, die zu benutzen. Ist jetzt nie so wahnsinnig super, wo ich hier noch hin kann. Doch, hier brauche ich noch gar nicht. Nur 44 Leben, ey. Militech Corporation, one of the largest military corporations of the modern world. Militech covers the entire war industry from research and training to supply, production and strategic operation. Militech blows over 1 billion person. Klar, 1 Milliarde Menschen. All over the known space is estimated to own over 50% of the total resource of human civilization. Okay. 15% der kompletten Ressourcen der Zivilisation. Und hier ist irgendwas passiert mit denen. Gucken, kann ich hier nach oben weitergehen? Ja. Da geht's nicht weiter, geh mal nach links. Da ist ein Container. Da hab ich meine Shotgun, das ist schon mal geil. Sonst habe ich hier glaube ich nichts. Irgendwie ein Labor oder was? Anscheinend. Sprengstoff. Medikit. Oh. 50, nice. Element with NC Natural Condition Plan Service features extremely high temperature and deadly radiation poison. I don't know if this means all of them. Inside the research, exiting the facility without adequate protection equipment is instantly fatal. Okay. Also wenn ich hier nicht passend equipped bin und rausgehe, schwupp, habe ich ein Problem. Au. Hat mir aber nicht mitgegeben hier. So. Ich kann mir eine Panzerfaust bauen. Wofür brauche ich eine Panzerfaust? Anti-Tank Rocket Launcher. Man weiß ja nie. Secret Halls. The facility area contains some rooms that are quickly walled off with temporary materials, resulting in damaged looking walls that can be destroyed with ranged weapons. These secret rooms may contain useful equipment, including weapons. Okay, das sieht aus wie damaged walls. Will ich noch damaged walls erkennen? Irgendwelche Granaten? Ah, oh, es ist laut. Aua, aua. Facility AI 1. The Facility AI was originally designed to be nothing more than a good administration system. However, the key aspect of intelligence is evolution. After a while, the AI learned so much it started helping us out with other things besides administration. It researched new weapons, helped build robots and even designed architecture for new facility buildings. Ja, yeah, what possibly could go wrong, ehrlich mal. Oh, hä? Huh? Indigenous life forms, biodiversity and metamorphs is literally minimal but well accustomed to deadly atmospheric condition. So far only 2 life forms have been discovered, both are lethal to humans. These
Species are cat-sized Amoeba that use corrosive chemicals to consume anything organic. Interessant. Na, ja, lass mich. Eine Nailbox. Was ist das hier? Right, teleporter Plankton Farm, Abandoned Sector. Left, teleporter Military Biological Center. Okay, das sind ja Teleporter, die ich hier habe. Interessant. Ich gehe mal rein, oder? Situation is bad. The non-humans combatants are everywhere and they attack me on sight. I'm going to try and move through the plankton farm complex next. That sector was used to feed a type of military critters. We were cloning and developing about 8 years ago. However, the sector was abandoned after the critter project ended. The perfect war animal prototype was shipped away with its design blueprints for production and there was no need for producing extra plankton anymore. If I'm lucky, sector should be still deserted and I might be able to slip through unnoticed. Okay, level complete. 100% accuracy, item 5 kills, zombie 1, Mutanten. Proceed con... continue. Oh, ist das laut? Moment mal kurz. Ich muss vielleicht das Sound wohl noch ein bisschen runterstellen. Hat irgendwie keinen Einfluss. Oh, the plant base diet. Human food consumption was forever changed over the creation of spinning plankton. Superplankton is basically a mass of tiny genetically modified bugs and plants present in such a variety that all nutrient possibly needs by human organic can be harvested from the mass. Since superplankton could be literally turned into any food known to man, it became quickly the stable for working class. Food made of real plants and animals became a luxury only to be enjoyed by a few. Okay. Also echtes Essen sozusagen ist nur noch Luxus. Puh. Und gibt's mehr für viele. Okay. Nebenbox. Können wir eine Nebenbombe bauen. Wo? Oh. MG-Bullets. Hat niemand MG bis jetzt. So, ich versuch's jetzt mal. Ne. Definitiv nicht. The Six-Legged Battle Mutant 2. The M1 Battle Mutant design was a remarkable economic achievement. They basically only need plankton, water and light to grow into fierce war creatures. Even a newborn mutant with the size of a cat had a military value due to excellent battle protocols. Hm. Nachladen. Whoa. Da kam aber viel. Was war denn das? Halt, 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 halt. Au. Ja, geil. Herrlich. Battle Mutant 3. The M1 Battle Mutant starts its life cycle as truly tiny shrimp inside an egg filled with forms of various plankton. The shrimp grows and becomes a master killer as it fights the other plankton inside its egg. By the time M1 hatches, bite off somebody's face. Nein! Each life is a lesson. Ja.
Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal als erster Eindruck. Jetzt habe ich ein bisschen daneben geschossen. Ach, Giant Zombie soll das sein und Big Mutant. Na geil. Die haben ordentlich ausgehalten. Monsters in Void. Was ist denn Monsters in Void? Aber. Was mir gerade. Ah, Info. Story. Ah, okay. Kann man also Sachen sozusagen entschlüsseln? Das sind die ganzen Einträge, die ich hier gefunden habe. Okay, cool. Items. Okay. MD Can. Bla bla bla. Nebomb. Can't meet. Medikit. MG. Monsters. Giant Zombie. Mutant. Zombie. Large Mutant. Sets. Ja. Times One. Noch gar nicht. 28% Gesamt-Accuracy. Das Gamepad kann ich noch umstellen. Ja, egal. Ja, also wie gesagt, das ist, würde ich dann sagen, der erste Eindruck. Ich werde es dann mal hochladen und ich hoffe, ihr werdet es euch anschauen. Falls ihr hier seid, habt ihr es ja schon angeschaut. Von daher danke schon mal und bis bald.